Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Might and Magic Teil 6. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. So, jetzt hoffen wir mal, dass es jetzt ein bisschen besser läuft als da, wo ich aufgehört habe. Ich glaube, waren wir da schon drin? Da waren wir schon drin gewesen. Erster Ritter, genau. Hoppala. So, komm ruhig ein bisschen näher. So sieht die Sache doch schon um einiges besser aus als beim letzten Mal, wo er uns doch, naja. So, weg mit dir. Ja, ich habe aus Versehen drüber geklickt. Naja, aber der ist ja eh bald gleich erledigt. So, passt doch. Ich brauche Hilfe! Wie, wir haben draufgehauen und nichts. Ja. So. Das musste jetzt sein. Alles klar. Sieht doch schon um einiges besser aus. Wie kommen wir jetzt da runter? Wir wollen ja sowieso da mal irgendwann noch runtergehen. Boah, da kommen die Nächsten. Verdammt. So, der sollte doch gleich... Och nee, ernsthaft. Ging schnell. So. Aber ernsthaft, dass unser Magier ja gleich wieder hier. Achso. Muss, glaube ich, erst wieder. Alles klar. Puh. Den Turm da oben fehlt uns jetzt noch. Da haben wir auch noch was. Das ist so eine... Ist das ein Obelisk, der hier ist? Da müssen wir wieder irgendwie hochkriechen. Aber das kriegen wir hin. Und... das will ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Das ist doch gar nicht so verkehrt, sowas mitzunehmen hier. Können wir entweder gescheite Waffen oder Rüstungen rausmachen oder das Zeug dann verkaufen, je nachdem. So, Brunsheim, Plattengroßmeister. Celeste ist die magische Stadt, die von diesen Zauberern von Bracada vor Jahrhunderten gebaut und halb in den Bergen, halb in den Nebeln, hoch über Bracada verankert wurde. Ihr müsst einen Teleporter verladen. Ja, okay. Alles klar. Dann haben wir das hier auch erledigt. Dann müssen wir jetzt irgendwie hierher noch kommen. Da müssen wir noch schauen, ob wir hier irgendwie was machen können. Und hier rum. Da waren wir schon, da waren wir schon. Ja, ich glaube, wir waren eigentlich jetzt schon überall, bis auf das Gebiet, wo hier noch nicht ist und dieses Teil hier. Ansonsten waren wir, glaube ich, tatsächlich schon überall. So, und bei dem Teil, ich glaube, da kommen wir ohne Fliegen nicht hin. Na, da sieht man wieder, Fliegen ist halt auch, doch auch relativ wichtig in dem Spiel. Nee, wir kommen... Es gibt auf jeden Fall keinen Weg, wie wir da hochkommen. Und ich glaube, der Weg ist auch etwas zu heftig, um da so hochzuklettern, wie wir es bisher immer gemacht haben.
Nee, das ist alles viel zu hoch. Da brauchen wir also tatsächlich Fliegern. Okay. Wenn ich mir überlege, Fliegen bekommen wir erst mit Luftmagie auf Meister. Wassermagie können wir dann einmal auf Meister teleportieren und auf Großmeister Dings machen. Und auf Meister können wir dann hier bei Feuermagie auch geile dieser Meteorregen, also so richtige AEs halt machen. Also, wisst ihr was? Ich glaube, ich habe mich gerade entschlossen, wer die ganzen Hufeisen kriegt. Weil ganz ehrlich, Sinnalore muss so viele Zauber relativ auch bald hochkriegen. Ich gebe es wirklich die ganzen Hufeisen. Und so viele Punkte geben die Hufeisen ja jetzt auch nicht. Also das passt, denke ich schon. Wenn wir hier, ja, wenn wir sie ein wenig quasi boosten. Dann gehen wir hier gleich mal auf 6, auf 7. Und Luftmagie wegen Fliegen vielleicht. Oder wir sparen uns das noch auf. Ich meine, wir brauchen nur noch 3 Punkte. Dann wären wir Wassermagie auf Meister könnten wir dann quasi bald machen. Ich glaube, Meister müssten wir auf 8 sein, oder? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich müsste mir in den Unterlagen nochmal schauen, ob wir Wassermagie Meister überhaupt schon haben. Wenn nicht, wäre das jetzt gerade ein bisschen blöd gewesen. Naja, gut. Und dann würde ich mal vielleicht Luftmagie oder Feuermagie auf als nächstes auf Dings machen. So. Moment mal, da oben liegt doch auch noch irgendwas rum, habe ich einen Eindruck. Ich sehe doch da was Blaues, oder? Tatsache. Und gar nicht mal so wenig Geld. Das war wirklich gar nicht mal so wenig Geld. Waren wir bei den einen Turm da schon gewesen? Oh, von hier kommen wir ja gar nicht hin. Ja. Nee, da waren wir definitiv noch nicht gewesen. Auf den hier. Okay, da müssen wir mal schauen, ob wir da an der Seite hochkommen. Ja, das geht. Dann können wir da auch nochmal reinschauen. So. Dann war man nämlich hier auch mal drin. Meister mit dem Stab. Sehr schön. Okay. Dann waren wir, glaube ich, jetzt wirklich überall. Muss es nochmal nachschauen, ob wir wirklich überall waren. Dann fehlt tatsächlich noch dieses Gebiet hier und dann die Zwergenmine. Okay, das könnte jetzt ein bisschen... Waren wir eigentlich auch... Ja doch, da waren wir auch schon überall. Da müssen wir... Das ist jetzt... Es sind halt Jagdgreifer, normale Greifer... Und sehr viel. Da ist jetzt wiederum ein Feuermagie. Wäre da jetzt gar nicht so schlecht gewesen mit Meteorregen. Das ist halt das Problem. Ich brauche Hilfe! Wow, 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 wow. Oh-oh. So. Oh, Hilfe! Ja, okay, du musst dich erstmal selber heilen. Jetzt wärst du nämlich schon tot gewesen. Hä? Wieso ist der jetzt abgehauen? Gute Frage. So, sehr schön.
Badam, badam. Ich frage mich, ob wir hier vielleicht auch mal nochmal rasten sollten. Ich glaube, wenn wir... Ach, nee. Okay. Nee, das machen wir so nicht. Dann ist die Frage, ob wir vielleicht gleich rasten. Wir haben ja noch zwei, wir haben ja noch zwei Dings. Zwei brauchen wir noch. Ja. Danach müssen wir auf jeden Fall neue Dinger holen. Neue Nahrungsmittel. Aber das ist ja auch kein Problem. Die Taverne ist ja auch in der Nähe. Wäre da nicht sogar ein Feuerball besser gewesen? Mist. Jetzt ist er... Ja, jetzt ist er so nah. Ich glaube, jetzt ist er zu nah für Feuerball, oder? Ja. Jetzt ist er zu nah. Aber das sind ja alles nur ganz normale Greife hier. Okay, der ist auch weg. Okay, so, sehr schön. Was, das ist das der letzte? Schon tot, doch noch geschafft. Okay, das war tatsächlich anscheinend der letzte hier. Ah, auch nicht schlecht. Ah ne, da hinten sind auf jeden Fall auch noch welche. Bleiben wir vielleicht mal erstmal ganz kurz. Ah. Ich glaube, die kommen schon, oder? Zumindest einer kommt schon. So. Und die anderen bleiben, wo sie sind. Das ist doch auch mal gut. Und da liegt auch noch was rum. Ich glaube, ich habe doch da auch Truhen gesehen oder sowas. Ja, wir sollten vielleicht bis Tageslicht warten. Weil hier sieht man doch relativ wenig. Ja, bis Sonnenaufgang, das dauert ja auch nicht mehr lange. So. Jetzt sieht man doch schon ein bisschen besser. Oh, Moment. Natürlich fehlt noch unser einer Zauber. So, perfekt. Und dann schauen wir mal. Was haben wir denn da? Nochmal eine Chin-Lampe. Es ist nur ein ganz normaler Greif. Das sollte doch eigentlich kein so großes Problem sein. Denke ich jedenfalls. Magie will ich jetzt nicht unbedingt anwenden. Weil da haben wir nicht mehr allzu viele davon. Naja, bis auf die Heilmagie. So. Speichern. Dann die nächsten zwei. Ja, so viele sind es gar nicht.
Dann vielleicht bei der Taverne nochmal vorbeigehen, wenn wir hier fertig sind. Vielleicht einmal noch beim Tempel einmal heilen. Und Proviant auffrischen. Aber das sollte alles über die Teleporter relativ ziemlich gut funktionieren. Mana geht auch nicht mehr. Höchstens für noch für solche Dinger hier wie den hier. Och nee, wirklich jetzt. So, jetzt noch der hier. Und vielleicht auch unsere Ausrüstung, die sollten wir auch noch mal verbessern. Hallo? Okay. Ach, jetzt habe ich den verpasst. Den wollte ich doch schon vorher ein bisschen erledigt haben. Na gut. Oh, das ging aber jetzt schnell. Das ging jetzt rasend schnell, okay. Aber sehr gut. So, Süden. Süden geht es auch anscheinend nirgends mehr wohin. Okay, alles klar. So, einer weg, waren es nur noch zwei. Ja. So, hoppala, sehr schön. Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber das lief hier eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, zwei Drohnen. Das wird jetzt etwas schlechter laufen. Noch nicht mal. Rüstung aber mit Intellekt. Aber ich glaube, da ist mir die Rüstung doch eher lieber. Okay, was ist das hier? Bronzeamulett der Lebenskraft. Ja, okay. Lebenskraft sieht 103, okay, dann solltest er du das ja kriegen vielleicht. Ah ja, das kommt hierher. Genau, da kommen die Amulette hin. Ich erinnere mich. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, was kam da eigentlich hin? Aber dann ist es mir wieder eingefallen. Okay, sehr schön. Da geht es wahrscheinlich wieder zum Hauptraum. Da liegt noch Geld rum. Nee, eine Chinlampe ist das, kein Geld. Und damit haben wir diese ganze Karte hier aufgedeckt. Ist ja cool. Teleporter haben wir immer noch nicht gefunden. Aber dann schätze ich mal, dass das hier der Teleporter ist. Aber der ist einfach noch nicht aktiviert. Da kommen wir anscheinend noch nicht hin. Und da kommen wir auch noch nicht hin, weil wir da fliegen noch müssen. Uff, das ist vielleicht das nächste. Achso, dass wir vielleicht als nächstes Wasser auf Meister bringen und danach Luft auf Meister. Und danach vielleicht das Feuer auf Meister.
Das könnte ich mir jedenfalls vorstellen. So, Hauptplatz. Wir wollen, wo war es denn jetzt? Unbekannt, Kai wollen wir nicht. Taverne wollen wir, aber ich glaube, es gab auch einen Heiler hier, richtig? Tempel, genau. Die beste Heilung, die man für Gold kriegen kann. Halt, dich habe ich jetzt irgendwie verpasst. Alles Gute. Dann wollen wir, wo war die Taverne? Gilden, Taverne? Wo war sie? Ach, da hinten war sie. Die war wohl in dem Turm drin. Dann wollen wir immer herein. Proviant für 14 Tage. Ich hoffe, euch schmeckt es. So, sehr schön. Ja, dann sind wir hier erstmal fertig. Dann hätte ich gesagt, gehen wir doch mal in diese Zwergenmine rein und versuchen, unser Glück dort zu machen. Die war ja, glaube ich, hier hinten. Und wenn wir das haben, ja, dann sind wir weiter, dann geht's wahrscheinlich zurück zu den Hügelgräbern, die Quest abgeben und dann können wir theoretisch eigentlich auch die Hügelgräber mal fertig uns anschauen und vielleicht die Hügelgräber auch selber reingehen, weil da haben wir ja auch noch eine Quest dafür. Okay, dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen, macht's gut, bis zur nächsten Folge, tschüss!